Wir haben das Thema heute für unseren Vortrag an der TUM. Alle haben es auf den Plakaten vielleicht gesehen. Wie viele Beweise ergeben ein Urteil? Vielleicht eine Fragestellung, wo der eine oder andere sich überlegt, wie kommt man denn darauf? Und als Untertitel haben wir gewählt, die Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu Christi aus juristischer Sicht. Ich kann gleich vielleicht vorweg beruhigen, juristische Fachkenntnisse sind heute Abend nicht erforderlich. Es geht mehr um einen Aufhänger zu finden. Wie kann man an so ein Thema, die Glaubwürdigkeit der Auferstehungsberichte von Jesus Christus, herangehen? Und ich als Jurist, mir wurde immer wieder mal die Frage gestellt, wie viele Beweise braucht man überhaupt, um zu einem Urteil zu kommen? In München läuft gerade am Landgericht ein spektakulärer Strafprozess über die NSA-Morde. Manche von Ihnen, NSU-Morde, Entschuldigung, manche von Ihnen wissen das vielleicht. Die haben andere schlimme Sachen verbrochen. Und immer wieder kommt die Frage hoch, ein spektakulärer Mordfall. Man hat Verdächtige, aber die sind nicht geständig. Man sucht nach Beweismitteln, gibt sehr wenig. Jetzt findet man ein, zwei Gegenstände, reicht das unter Umständen aus, um den Täter tatsächlich zu überführen und zu einer klaren Verurteilung zu kommen. Was ist die Antwort? Wir brauchen nicht eine Menge an Beweisen. Im theoretischen Fall reicht unter Umständen ein einziges Beweismittel, wenn es gut genug ist, um zu einer hinreichenden Überzeugung des Gerichts zu kommen und den Täter tatsächlich zu verurteilen. Also nur als Beispiel, es ist nicht aus der ganz jüngeren Vergangenheit, aber viele von den älteren Zuhörern vielleicht erinnern noch, die RAF-Terrorprozesse. Und es gab einen Fall mit Detlef Carsten Rohwedder, der erschossen wurde, eine sehr hochstehende Persönlichkeit. Und man wusste lange nie, wer ist das gewesen. Man wusste nur RAF, Rote Armee-Fraktion, Umfeld. Alles, was man fand im Garten gegenüber der Villa, in der er erschossen wurde, ein Handtuch. Damals konnte man damit noch nicht so viel anfangen. Das verschwand in der Asservatenkammer. Und später war man technisch etwas weiter und konnte die sogenannte DNA-Analyse durchführen. Man fand tatsächlich Haare und andere Partikel an diesem Handtuch. Und konnte nachher, und das ist bei der DNA-Analyse an sich der Regelfall, zu 99,99% diese DNA einer bestimmten Person zuordnen. Das war Matthias Gramlich, ein RAF-Terrorist, der sich seiner Festnahme, naja, es ist nicht ganz klar, wurde er erschossen von der GSG 9 oder war es Selbstmord, aber ums Leben kam. Damit war die Sache geklärt. Ein einzelnes kleines Beweisstück, DNA-Analyse, hat da gereicht. Okay, jetzt die Auferstehung Jesu Christi, was hat das damit zu tun? Gibt es Beweismittel oder Elemente, die unterstützen und helfen können bei so einem Prozess? Erstmal gedanklich natürlich, aber versetzen wir uns mal einfach in die Lage eines Strafrechtsrichters herauszufinden. Gibt es Dinge, die mich zu der Überzeugung kommen lassen? Jawohl. Und sogar ein Urteil fällen, für mich persönlich, jeden Einzelnen, dieses Ereignis, das für den christlichen Glauben ganz allgemein
sehr zentral ist, hat tatsächlich stattgefunden oder nicht. Es gibt einen interessanten Vers im Neuen Testament von einem der bedeutendsten Schreiber dort. Ich kann das kurz vorlesen aus 1. Korinther 15, Vers 17. Das ist der Paulus, viele haben vielleicht schon von ihm gehört, auch genannt Saulus von Tarsus. Der sagte ganz zutreffend: Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube sinnlos. So seid ihr noch in euren Sünden. Und er redet dort zu den ersten Christen in Korinth, einer Stadt in Griechenland. Er will sagen, wenn es diese Auferstehung Jesu Christi nicht gegeben hat, dann kann man den christlichen Glauben beiseite tun. Er ist dann inhaltslos, nur das Befolgen von Regeln, das ist es nicht. Versuchen wir uns einfach mal heute Abend in die Sichtweise eines Richters hineinzuversetzen. Wie würde er herangehen nach ganz einfach strafprozessualen Grundsätzen, die Sie nicht lernen müssen, aber einfach mal sich zu Gemüte führen? Das fängt an mit dem Grundsatz, wer von Ihnen juristische Bildung schon genossen hat, wird das vielleicht mitbekommen haben, den Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Im Strafprozessrecht ein wichtiges Instrument, das besagt, der Richter, in dem wie er Beweise, die ihm vorgelegt werden, gewichtet, ist frei innerhalb bestimmter Grenzen. Das darf natürlich nicht denkunlogisch sein, aber in der Gewichtung ist er im Wesentlichen frei. Das ist seine Überzeugung. Kommt er nachher zu dem Urteil, hopp oder top? Und der Staatsanwalt versucht, die Beweise zu präsentieren, aber zu einer Entscheidung muss der Richter nachher oder die Kammer nachher selber kommen. Das nimmt ihm niemand ab. Das finden wir in Paragraph 261 StPO, für die von Ihnen, die Interesse haben. Aber es ist nicht nur im deutschen Strafprozess so, sondern auch in internationalen, in anderen Rechtsordnungen dieser Welt ein bekannter Grundsatz. Auch im angloamerikanischen Rechtskreis, anderen Rechtsordnungen genauso. Das ist so üblich. Der Richter ist in seiner Ermessensausübung frei. Wir haben dann hier am Anfang mal zwei Grundvoraussetzungen, die wir zuerst auch klären sollten als Richter. Die Auferstehung, da fragt man sich natürlich, wozu reden wir über Auferstehung? Das klingt so unglaubwürdig. Jemand, der sich mit dem christlichen Glauben noch nicht beschäftigt hat, wird sagen, das ist doch etwas, das allen bekannten Naturgesetzen widerspricht. Dass ein Mensch, der gestorben ist und im Grab schon lag, wieder herauskommt und lebendig sein soll, das widerspricht allen bekannten Naturgesetzen und Erfahrungswerten, die wir bisher haben. Wir reden nicht von dem Zustand des klinisch Totseins. Mediziner oder Juristen wissen, der echte Tod ist erst eingetreten. Es gibt eine schöne Definition, spielt eine Rolle natürlich fürs Erbrecht, ganz wichtig, aber auch für die Medizin, Organtransplantation, bloß nicht zu früh rumschnibbeln. Juristisch tot ist ein Mensch wann? Wenn das Gehirnenzephalogramm, also die Aufzeichnung der elektrischen Gehirnströme, eine halbe Stunde Nulllinie zeigt, dann ist es irreversibel, der kommt im Regelfall nicht wieder unter die Lebenden. Ein klinisch Toter, da ist nur die Herzfunktion ausgesetzt, den kann man unter Umständen reanimieren. Das haben wir noch nie beobachtet. Wie kommt die Bibel darauf, so etwas zu berichten? Gut, der Richter würde sich überlegen, okay, bekannten Naturgesetzen
zu widersprechen, das ist zwar etwas, das sollte man sich im Hinterkopf behalten, aber der Naturwissenschaftler, der an so eine Frage herangeht, würde nie sagen, nur weil ich etwas noch nicht beobachtet habe, kann es das nicht geben. Das wird er nie sagen. Nur weil ein Phänomen bisher von ihm noch nicht beobachtet und repliziert werden konnte, also in vergleichbaren Umständen wiederholt wurde in einer empirischen Studie, würde der Naturwissenschaftler nie sagen, das kann nicht sein, das kann es nicht geben. Sonst hätte Röntgen auch nie die Röntgenstrahlung entdeckt und viele andere Beispiele. Er sagt nur, okay, ich kann es nicht erklären, ich sehe etwas, ein Phänomen, das entzieht sich meiner Wahrnehmung und meinen bisherigen Erfahrungssätzen, aber ich bin bereit, es näher zu analysieren. Und der zweite Punkt, der auch vorab wichtig zu klären ist, man muss unvoreingenommen, möglichst unvoreingenommen herangehen. Natürlich, kein Mensch kann sich, sagt auch die Psychologie, komplett von seinen Vorurteilen freimachen. Aber ein Richter, wenn er so einen Fall beurteilt, in der Sprache der Juristen ist es das Besorgnis der Befangenheit, wenn er von vornherein sagt, der war's. Oder sagt, nein, 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 der doch nie im Leben. Das würde dazu führen, dass ein Richter im Prozess von vornherein ausgeschlossen würde. Paragraph 24 StPO, das lässt sich vergleichen heute, wenn jemand sagt, die Auferstehung, dass es so etwas geben soll, naja, ich gucke mir gern mal die Fakten an, aber das widerspricht einfach meiner weltanschaulichen Meinung und Richtung. Deswegen kann es nicht sein. Der ist voreingenommen. Das lasst uns versuchen, heute Abend etwas in den Griff zu kriegen und einfach mal objektiv an die Fakten, die wir finden, heranzugehen, um zu gucken, ist überhaupt ein Urteil möglich. Was für Beweismittel haben wir? Gibt es überhaupt Beweismittel? Wieso Beweismittel? Die Menschen von damals, die die Sachen aufgeschrieben haben, sie leben alle nicht mehr. Kann ich ein Beweismittel finden, das mir weiterhilft? Und die erste Überschrift sagt es schon, die Bibel ist ein Schriftstück, das, ich sag mal, die Hauptzeugnisquelle für dieses historische Ereignis darstellt, über das berichtet wird, und dient in erster Linie mal als Anschauungsmaterial, als ein Schriftstück. Das ist durchaus prozessual relevant, würde der Strafrechtler sagen. Ich darf auch, wenn ein Zeuge gestorben ist, seine Aufzeichnungen in den Prozess einführen, verlesen. Das ist zulässig. 249 StPO, wen es interessiert. Natürlich hätte der lebendige Zeuge Vorrang, aber wenn ich von ihm schriftliche Aufzeichnungen finde und er bereits gestorben ist, würde das per Verlesung wirksam in den Prozess eingeführt werden können. Jetzt sagen vielleicht manche, die Bibel, ist das nicht, naja, ein altes Buch, sehr alt, fertig geschrieben vielleicht, die letzten Bücher 80, 90 nach Christus. Also wir reden von fast 2000 Jahren, die ältesten Bestandteile 1000 Jahre und länger vor Christus. Ist das nicht mehr ein schönes dickes Buch aus dem Bereich der Märchen? Oder die Moslems sagen, ach, die Bibel, wie sie heute da ist, ist doch völlig verfälscht. Hat das jemand schon mal gehört? Das ist offizielle Lehre bei den Moslems. Die Bibel der Christen ist oder sei verfälscht. Was lässt sich dazu sagen? Wie glaubwürdig ist die Bibel als ein Schriftstück, als eine Grundlage für diese Berichte, die wir finden? Es lässt sich zuerst sagen, sie ist sehr alt.
Aber verglichen an ihrem Alter ist sie das, ja, man kann sagen, das best überliefertste Buch der Weltgeschichte vergleichbaren Alters. Die Bibel ist eine Sammlung von Büchern, das ist richtig. Viele Autoren haben dran geschrieben. Und es gibt nicht viele Schriftstücke, die wir heute noch haben, die ähnlich alt sind. Die griechische Mythologie, es gibt noch ein Gilgamesch-Epos, gibt verschiedene andere Titel, aber nur sehr wenige, die vergleichbar alt sind. Und keines ist auch nur annähernd so gut und umfassend, umfangreich überliefert wie die Bibel. Erstaunlicherweise. Wer nachforscht, es wurde im Jahr 1980, sind die letzten Zahlen, die mir zugänglich waren, mal eine Zählung gemacht, nur vom Neuen Testament, für den es interessiert, gab es eine Vielzahl von Manuskripten. Das Neue Testament ist damals überwiegend auf Papyri geschrieben worden oder Pergamente, die damalige Form der Schriftrolle, Bücher, die zum Glück relativ in Teilen sehr wertbeständig, sehr lange erhalten blieb. Aber natürlich gibt es auch dann nur Bruchstücke. Aber diese Teile, die man findet, gibt es heute durchaus in den wichtigsten Museen der Welt. Hebräisches Museum Jerusalem, Louvre Paris, Britisches Museum London, die existieren. Die kann ich nachgucken. Und aus ihnen leitet sich der Urtext des Neuen Testamentes zum Beispiel ab. Es ist in Koine, in Griechisch geschrieben, eine Sonderform des Altgriechisch. Und lässt sich sehr leicht zurückverfolgen. Es ist nicht ganz sicher, ob es noch wirklich Originale im Sinne von dem Ersten, der es aufgeschrieben hat, vorhanden sind. Aber es gibt eine sehr gute Überlieferungs-, sprich Abschreibetradition unter den Schreibern des Altertums. Das war ein Beruf, nicht wie heute, wo jeder lesen und schreiben kann, sondern viele waren des Schreibens nicht kundig, das machten Profis, Berufsschreiber, und die setzten sich hin und man kennt das aus dem Mittelalter auch noch in den deutschen Klöstern, Buchstabe für Buchstabe, Seite für Seite, Spalte für Spalte. Bei den alten Juden, und aus dieser Tradition kommt das Neue Testament, war es Fakt, wer auf einer Seite von seinem Kontrolleur mehr als 4 Fehler gezeigt bekommt, durfte so machen und von vorne anfangen. Hatte natürlich eine entsprechende förderliche Wirkung auf die Abschreibdisziplin. Will sagen, die Zuverlässigkeit der existierenden Schriftfunde ist enorm. Hat man auch später durch verschiedene archäologische Funde bestätigt gefunden, Qumranrollen und andere, sodass man weiß, von Verfälschung kann keine Rede sein. Das ist mal das Erste. Und die Vielzahl der Manuskripte, etwa vom Neuen Testament alleine über 24.000. Das nächstbest überliefertste Buch ist die Ilias von Homer, einem griechischen Schriftsteller, der, was schätzen Sie, mit wie vielen Exemplaren in den Museen dieser Welt vertreten ist? Etwa 600, also ein Vierzigstel, was zeigt, von der Menge der Funde, die wir haben, ist das erstaunlich, sehr erstaunlich. Das Zweite ist, man hat lange behauptet, zwischen der Erstaufzeichnung oder ja, bevor man sich das erste Mal hingesetzt hat, die Ereignisse um Jesus aufgeschrieben hat, das waren die ersten Jünger, war ja schon eine ganze lange Zeit vergangen von dem Zeitpunkt, von dem berichtet wird, die Auferstehung zum Beispiel. Und man dachte, die ersten Funde, die es gibt, datieren aus dem Jahre 200, 300 nach Christus. Das ist nicht zutreffend, spätestens ab den 60er Jahren und auch schon in den 40er Jahren hat man die Qumranrollen entdeckt, aber auch andere später neutestamentliche Funde, die gezeigt haben, nein, der Zeitpunkt, der Abstand zwischen Aufzeichnung und Überlieferung, also Aufzeichnung und der tatsächlich stattgefundenen Ereignisse, ist nicht lange, maximal
20 bis 30 Jahre. Also man weiß heute, eins der ersten Evangelien von Markus ist spätestens 50 nach Christus entstanden und nicht viel später die anderen Evangelien. Das älteste ist, das ist das jüngste, also vom Zeitraum nach hinten gesehen, ist das Johannesevangelium, vielleicht 80 nach Christus. Das heißt, der Zeitraum von dem Beobachten des Ereignisses bis zu dem Zeitpunkt, den wir in den Schriften jetzt abgebildet finden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich völlig falsch an solche doch recht dramatischen Ereignisse erinnert, relativ gering. Wobei man auch bedenken muss, die Leute damals waren vielleicht nicht ganz so reizüberflutet wie wir heute. Geschichten und Erlebnisse weiter erzählen war damals ein viel normalerer Vorgang als unter Umständen heute. Das ist ziemlich sicher. Das heißt, man sagt, dass dieser Zeitraum zwischen Ereignis und Aufzeichnung kurz ist und deswegen die Glaubwürdigkeit der dort gemachten Aussagen eher unterstützen würde. Was habe ich noch? Ich habe Augenzeugen. Warum ist das so wichtig? Augenzeugen heißt Menschen, die das Ereignis selbst beobachtet haben. Die sagen, ich war dabei. Bei einem Gerichtsprozess macht das einen großen Unterschied. Warum? Der Zeuge vom Hörensagen zählt vor Gericht wie viel? Zero, null, gar nichts. Den wird der Richter nicht anhören. Warum? Es gilt der Grundsatz der Unverwertbarkeit der Aussage vom Hörensagen. Ich habe gehört, der hat gesagt, was der gesagt hat. Das ist für einen Strafprozess wertlos. Allenfalls vielleicht eine geringe Indizwirkung, aber nicht vergleichbar mit der Aussage eines Augenzeugen. Und auch dies gilt in anderen Rechtsordnungen genauso. Das ist keine deutsche Spezialität. Der Grundsatz des Hearsay, es ist Hörensagen nicht verwertbar. Und das Erstaunliche ist, in der Bibel, im Neuen Testament, sagen die Autoren explizit, zum Beispiel nur ein kleines Zitat aus 2. Petrus 1, Vers 16, ist einer der bekanntesten Jünger vielleicht gewesen, der sagt, wir sind nicht klug erdachten Mythen gefolgt, als wir euch die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus bekannt machten, sondern waren Augenzeugen seiner Majestät geworden. Sie beharren alle darauf, wir waren dabei und berichten, schreiben nur auf, was wir auch selbst mit unseren Augen gesehen und wahrgenommen haben. Das ist wichtig. Es wurde immer wieder behauptet, und das sogar von Theologen, die Menschen im Altertum, ach, die waren doch ein bisschen naiv. Die waren vielleicht ein bisschen abergläubisch, darum konnten die sowas aufschreiben. Darum seien die Berichte nicht verlässlich. Kann man wirklich vertrauen, was die Menschen damals mit ihrer einfachen Bildung wahrgenommen und aufgeschrieben haben? Ich würde sagen, die Berichte, die wir finden, zeigen, diese Menschen waren keineswegs naiv, die waren keineswegs primitiv, die waren selber ungläubig. Zuerst extrem skeptisch. Als die das beobachtet haben, was da geschieht, haben die selber gedacht, geht's noch? Das glaube ich nicht. Nur als Beispiel, viele haben vielleicht schon mal den Namen Thomas gehört, ich will niemandem zu nahe treten hier. Das ist ein Name aus dem Neuen Testament, Johannesevangelium. Thomas war ein Jünger Jesu Christi, der in Kapitel 20 etwas ganz Erstaunliches sagt, als die Jünger ihm berichten, dass sie Jesus auferstanden gesehen hätten. Bei dem ersten Mal, wo Jesus Christus seinen Jüngern in Auferstehung erschienen ist, viele, wie sie es berichten, war der nicht dabei.
Jetzt kommen sie zu ihm und sagen, wir haben Jesus auferstanden gesehen. Was sagt er? Johannes 20, 25. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal und meine Hand in seine Seite lege, da wo er reingestochen wurde, werde ich niemals glauben. Werde ich niemals glauben. Eigentlich logisch, oder? Vernünftig. Wahrscheinlich hätten wir alle so gehandelt. Das zeigt aber, er war keineswegs naiv oder leichtgläubig. Aber dann, als er berichtet, wie ihm der auferstandene Christus erscheint, als Thomas dabei war und Jesus kam, als die Türen verschlossen waren, spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her, sieh meine Hände und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und wie reagiert dieser Thomas? Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Also völlig erschüttert. Also eine völlige Kehrtwendung. Das zeigt, so ganz primitiv und leichtgläubig waren diese Menschen wohl nicht. Sondern sie sind genauso skeptisch wie wir gewesen. Und haben wirklich auch versucht, nur das aufzuschreiben, was sie selber gesehen und selber erfahren haben. Ein besonderes Merkmal an den Berichten im Neuen Testament ist noch, es gibt eine Vielzahl an Zeugen. Es ist nicht nur einer, von dem wir hier reden, der das aufgeschrieben hat. Das muss man klar sagen, unterscheidet die Bibel, das Neue Testament insbesondere, von vielen anderen religiösen Schriften. Das Buch Mormon haben wie viele aufgeschrieben? Ein Mensch. Den Koran haben wie viele Menschen aufgeschrieben? Ein Mensch. Das Neue Testament ist von vielen Autoren geschrieben worden, die alle mehr oder weniger dasselbe sagen. Und besonders im Hinblick auf die Auferstehung bezeugen, ich habe es gesehen. Nicht nur die vier Evangelien, das könnte man denken. Nein, es gibt auch eine Stelle im 1. Korinther 15, Vers 6, ein Brief des Paulus wieder, der dort schreibt, er lebte etwa 40, 50 nach Christus. Also Christus ist es nicht, man kann es schwer auf genaue Jahreszahlen festlegen, aber man sagt, er ist etwa 30 bis 33 nach Christus, unserer heutigen Zeitrechnung, gestorben, gekreuzigt worden und auferstanden. Paulus war noch nicht ein Jünger zu Lebzeiten Jesu, aber hat dann später Christus behauptet, er kennengelernt. Und er schreibt hier an eine Gruppe von ersten Christen in Korinth, in Griechenland nochmal, und sagt ihnen, danach ist Christus gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt geblieben sind. Etliche aber sind schon entschlafen, also gestorben. Er will ihnen sagen, 500 alleine auf einmal haben diesen Auferstandenen behauptet, gesehen zu haben. Die könnt ihr doch fragen. Von denen leben die meisten auch noch. Fragt sie selbst. Das sind ebenfalls Augenzeugen. Wenn man die alle vor Gericht vernehmen wollte, wenn man ein paar Stunden mit der Zeugenaussage beschäftigt. Ist aber auch eine gewichtige Argumentation, die Glaubwürdigkeit der Bibel zu untermauern, da sie eben nicht nur von einer einzigen Person herrühren, sondern von einer ganzen Anzahl von Zeugen. Daneben gibt es noch die Maria, eine Jüngerin von Jesus, Jakobus, ein leiblicher Bruder von Jesus, der Petrus und viele andere, die das explizit niedergeschrieben haben, dass sie es gesehen haben. Okay, gibt es noch mehr Argumente, die uns die Glaubwürdigkeit einschätzen lassen?
Wonach guckt ein Richter natürlich auch? Jeder kann viel erzählen. Jeder kann was aufschreiben. Ein guter Richter wird immer gucken, welche Qualität hat die Aussage, die mein Zeuge hier getroffen hat. Nicht nur den Inhalt, auch die Qualität der Aussage. Er guckt sich mit Sicherheit an, wie persönlich integer ist mein Zeuge. Das ist vielleicht nicht immer leicht zu erkennen. Er muss etwas von dem Hintergrund der Person wissen, aber ein Richter wird sofort nachfragen: Was ist das für ein Mensch? Welchen Beruf? Wo kommt er her? Was für ein Stand in der Gesellschaft? Vorstrafen oder nicht? Um die Integrität der Person, dessen, der spricht, beurteilen zu können. Das würden wir natürlich auch tun, ist ja logisch. Einem Kinderschänder oder Räuber würde ich gewichtige Aussagen über den Wohlstand der Menschheit und so weiter nicht so ohne weiteres abnehmen, wie einer gestandenen Persönlichkeit, wie dem Bürgermeister vielleicht. Die Bibel, das Neue Testament, unsere Autoren dort, sind erstaunlich ehrlich. Wenn einer so etwas schreibt, würde er sonst von seinen Fehlern schreiben. Sie sind so ehrlich, ihre Fehler und Schwächen klar zuzugeben. Beispiel Petrus. Der hat Jesus, es wird genau berichtet, noch vor seiner Kreuzigung massiv verraten, verleugnet. Alle kennen das, die Verleugnung Christi durch Petrus. Als er gefragt wurde, im Hof des hohen priesterlichen Senatriums, gehörst du nicht auch zu Christus? Hat er abgestritten. Nein, 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 ich kenne den nicht. Hochpeinlich. Gut, lebensgefährlich, ja. Aber trotzdem auch für ihn sehr unangenehm. Er ging weg und weinte bitterlich, wird berichtet. Was aber zeigt, es wird nicht verschwiegen. Es ist eine sehr ehrliche Aussage. Und wenn einer an so einer unangenehmen Stelle immer noch ehrlich bleibt, warum sollte er an einer anderen Stelle lügen, die für ihn harmlos ist? Also das spricht sehr für die persönliche Integrität so einer Aussage und der Qualität dieses Zeugen. Ein weiteres Argument: Ein Richter guckt immer, wie detailliert ist denn die Aussage. In der Vernehmungspsychologie, wenn ein Zeuge allgemein bleibt, rumlabert, generelle Handlungsbögen erzählt, ohne konkret zu werden oder Ereignisse zu wiederholen, zu berichten, Situationen, visuelle Dinge, wird der Richter immer ein großes Fragezeichen machen. Eine glaubwürdige Aussage ist immer detailtreu. Und wenn einer sich an Details erinnert, dann spricht er sehr viel dafür, dass der dabei war. Wer dabei war, weiß Momente, kann sein, dass es nur Einzelheiten sind, aber Details, die ihn persönlich beschäftigen, interessieren. Und nur als Beispiel, die Jünger berichten sehr detailliert von der Auferstehung. Es gibt einen Bericht, wo zwei Jünger, Petrus und Johannes, zu diesem Grab laufen, zwar eine Höhle, ein Höhlengrab, nicht in die Erde geschaufelt wie wir heute. Und sie schauen rein, das war das Grab Jesu, wo der Leichnam vorher begraben wurde. Und sie sehen die Leichentücher, es war üblich im Judentum, die Leichname einzuwickeln, zu balsamieren. Mit einem normalen Leinentuch und einem Schweißtuch für das Gesicht. Und das Erstaunliche ist, dass sie hineingucken in das Grab und finden diese Tücher sorgfältig zusammengelegt und das Schweißtuch separat und berichten das. Also eine solche Banalität, wo man sagen würde, hä, was hat das jetzt mit Auferstehung zu tun? Wenn jemand von uns so ein Ereignis mitkriegt, würde er an alles andere vermutlich denken, nur nicht an sowas. Aber es beweist, der muss da gewesen sein. So ein Detail denkt sich kein Mensch aus. Würde sich keiner ausdenken, warum auch. Aber es zeigt, dieser Mensch
es wieder unterstreicht sehr stark seine Glaubwürdigkeit, hat ein Detail und eine detaillierte Darstellung. Das spricht dafür, dass dieses Ereignis von ihm so wahrgenommen wurde. Und der vierte Punkt, um die Qualität der Aussage beurteilen zu können, ist vielleicht noch fast der wichtigste. Man fragt immer, und das tut auch jeder Richter, nach den möglichen Motiven eines Zeugen. Warum macht ein Zeuge gerade jetzt diese Aussage? Klar, das wird er nicht sofort verraten, aber man wird analysieren, was könnte ihn denn bewogen haben, diese Aussage zu treffen? Gibt es Interessen, die er dahinter haben könnte, die ihn veranlassen, eine falsche Aussage zu treffen? Welche Motive hat er? Materielle Interessen? Bekommt er Geld? Hat er einen materiellen Vorteil durch eine falsche Aussage? Bei Petrus oder den Jüngern Jesu, den Aposteln, nicht erkennbar. Die kriegten kein Geld. Im Gegenteil, die lebten in großer Armut. Bis an ihr Lebensende. Da war nicht viel Geld. Keine Häuser, keine Autos, keine Kutschen. Und auch ideelle Dinge, Ansehen, nicht vergessen. Ideelle Vorteile, einen guten Ruf, Ansehen in der Gesellschaft. Guckt mal nach, nicht auffindbar. Im Gegenteil, sie wurden gehasst von ihrer Umgebung, sie wurden von den Juden verfolgt, angefeindet bis aufs Blut. Sie wurden in der gesamten Welt, in der sie nachher rumwanderten, verfolgt von den römischen Behörden. Die meisten, bis auf Johannes, starben alle eines unnatürlichen Todes, Märtyrer, um ihres Glaubens willen. Das heißt, die Motive, die dort erkennbar sein könnten, die sind auf jeden Fall alle so, dass man an der Wahrhaftigkeit ihrer Aussage überhaupt keinen Grund hat zu zweifeln. Andere Motive, die zu einer Falschaussage führen könnten, nicht ersichtlich. Soll mir jemand sagen? Für mich definitiv nicht auffindbar. Wer sich ein bisschen mit ihrem Hintergrund, auch ihrem Leben und Sterben beschäftigt, der wird sehen, die haben geglaubt, was sie gesagt haben. Und ihre Motive, wer bereit ist, für seine Aussage zu sterben, der hat ein hohes Gewicht an Glaubwürdigkeit für sich. Die wurden auch teilweise gefragt, bevor sie hingerichtet wurden, ob sie nicht absagen wollen dem Glauben und haben Nein gesagt, haben lieber den Tod und das Elend in Kauf genommen, als ihren Glauben oder die Aussage zu widerrufen. Wer Betrüger ist, sich alles nur ausgedacht hat, erlogen, spätestens wenn ihm das Messer auf die Brust gesetzt wird, wird sich das nochmal überlegen. Und sie haben zu der Aussage gestanden bis zum Tod, muss man klar sagen. Etwas habe ich schon angedeutet, die Verbreitung in feindlicher Umgebung, die jüdischen Synagogen in Israel, in der Gegend, wo die ersten Christen zum Glauben kamen, waren natürlich sehr gegen diese neue Bewegung. Und wir wissen, es gab die ersten Christenverfolgungen in Jerusalem und in Judäa, wo auch schon die ersten Christen gleich umgebracht wurden. Und wenn irgendetwas an diesen biblischen Berichten ergänzt worden wäre, was nicht so war, wäre es ein leichtes gewesen für die jüdischen Behörden, für die jüdischen Autoritäten oder auch die jüdischen Mitmenschen. Lächerlich, einfach zu sagen, lächerlich. Wir wissen doch, wir waren noch dabei und hätten korrigierend eingreifen können, hätten eine Gegendarstellung schreiben können und haben es nicht getan, erstaunlicherweise. Wir kommen nachher zu einem Punkt, wo es um die Auferstehung selbst ging, aber alles andere, was drumherum geschrieben ist, ist in feindlicher Umgebung verbreitet worden und in seinem Aussagegehalt nicht bestritten worden. Erstaunlich noch, es mag manche von Ihnen vielleicht verwundern, dass ich das erwähne, dass die ersten Zeugen
von der Auferstehung Frauen waren. Das soll nicht diskriminieren, das ist einfach nur eine Besonderheit des juristischen Prozesses der Juden, bei denen eine weibliche Zeugenaussage nicht verwertbar war, nichts galt. Aber gerade das, die ersten Jünger, die Juden waren ursprünglich, das erwähnt haben, dass die ersten Zeugen Frauen waren, beweist und spricht sehr stark dafür, dass ihnen egal war, was die anderen denken oder sagen. Sie wollten ehrlich berichten, das, was sie gesehen haben, mehr nicht. Und ist damit ebenfalls ein starkes Argument für die Glaubwürdigkeit unserer Zeugen. Was haben wir denn noch außer der Bibel vielleicht für Beweismittel? Gibt es überhaupt Beweismittel außerhalb der Bibel? Wir reden jetzt immer nur von der Bibel und ihrer Glaubwürdigkeit. Aber man muss eines auch sehen, es gibt in der Tat auch außerbiblische Quellen, das ist vielleicht vielen nicht bekannt, die jedoch die biblischen Aussagen bestätigen. Und zwar auch die Aussagen von der Auferstehung. Zum einen, also erstmal nur um die Aussagen der Bibel insgesamt zu untermauern, es gibt archäologische Funde von Inschriften, die erst in den vergangenen Dekaden gemacht wurden, bis im letzten Jahrhundert, wo man lange Zeit gedacht hat, zum Beispiel der Lukas, der Evangelist des dritten Evangeliums, ob der so genau wirklich ist, ob seine Schrift wirklich zuverlässig ist. Er benutzt einen Begriff, der im klassischen Griechisch nicht verwendet wird, für die Stadtoberin einer Stadt Thessaloniki, einer großen griechischen Stadt, die es auch heute noch gibt, und nennt sie Politarchen. Ein Fachbegriff, der in den klassischen griechischen Schriften nie auftaucht. Und man hat deswegen vermutet, na, ob der sich nicht da vergriffen hat, das ist doch ein Zeichen dafür, dass er sich was ausgedacht hat. Bis man später gefunden hat, archäologische Belege dafür, etwa um die 19 verschiedene sogar, dass der Begriff Politarchen tatsächlich für Stadtobere verwendet wurde. Und sogar 5 für die Stadtoberin von Thessaloniki. Und man konnte dadurch feststellen, auch durch andere ähnliche Umstände, dass seine Aufzeichnungen hervorragend genau waren. Er war zwar Arzt vom Beruf her, hat aber doch extrem genau die Sachen aufgezeichnet, die er in seinem Leben mit diesen ersten Christen beobachtet und erlebt hat. Was haben wir noch? Einen ganz bekannten jüdischen Historiker des Altertums, man kann sagen der bedeutendste jüdische Historiker des Altertums, Flavius Josephus, haben vielleicht schon viele von Ihnen gehört. Die jüdischen Altertümer sind von ihm ein Riesenbuch, aber auch die jüdischen Kriege mit Rom, seine Hauptwerke. Und er selber war erst Jude, jüdischer Heerführer der galiläischen Festung, Garnisonstadt Jotapata, in den römischen Kriegen etwa 60 nach Christus, bevor dann 70 nach Christus Jerusalem zerstört wurde von Titus Flavius, der ihn dann auch adoptiert hatte, daher sein Name Flavius, kommt von den Flaviern, dem römischen Adelsgeschlecht. Der war erst fanatischer Jude, bis durch verschiedene Kriegsfügungen er sich ergeben musste den römischen Truppen. Und von den Römern, er lief zu ihnen über, kann man sagen. Er wurde von Titus nachher adoptiert und wurde Übersetzer, Dolmetscher in diesem römisch-jüdischen Krieg. Hat für die Römer gearbeitet, darum haben ihn die Juden nachher gehasst. Aber er ging nachher nach Rom mit den Truppen, als sie abzogen, und blieb auch dort und schrieb seine historischen Berichte dort. Genial, lohnt sich wirklich zu lesen, kann ich nur allen empfehlen. Er schreibt in seinem Buch Jüdischen Altertümer, im 18. Buch, 3. Kapitel, dieser war der Christus. Er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend. Also wahrscheinlich kein unmittelbarer Zeitgenosse selber, der die Auferstehung selber erlebt hat, aber der das aus unmittelbarer erster Hand erlebt und gehört haben muss. Und das in diesem Bericht aufgeschrieben hat.
Also ein klares, außerbiblisches Zeugnis, dass es so etwas wie diese Auferstehung gegeben haben muss. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, den sich ein Richter natürlich auch anguckt und sich Gedanken macht. Selbst wenn man viel hin und her diskutieren möchte, eine Sache guckt der Richter sich immer an. Welche Aussagen sind denn unbestritten? Gibt es vielleicht Sachverhaltselemente, die auch die Feinde Jesu nie bestritten haben? Und wenn man sich die anschaut, man vielleicht schon zu einem weiteren, zu einer weiteren Schlussfolgerung kommen kann. Wie glaubwürdig sind diese Berichte oder nicht? Interessant ist, dass die Feinde Jesu selber, er hatte auch zu Lebzeiten schon Leute, die, denen er nicht gepasst hat, seine Reden sind auf großen Widerstand in manchen Teilen der jüdischen Gesellschaft gestoßen, die Pharisäer insbesondere, Sadduzäer, Schriftgelehrte, die sich sehr angegriffen fühlten und die auch nachdem von der Auferstehung berichtet wird, hingegangen sind zu den römischen Behörden und schon vor seiner Kreuzigung, ist interessant, hingegangen sind. Die scheinen doch einen recht guten Draht zu den römischen Behörden gehabt zu haben, obwohl sie offiziell hassten. Und das findet man in Matthäus 27, Kapitel 27, Abvers 62. Als, nachdem Jesus gekreuzigt und begraben wurde, also noch vor der Auferstehung wohlgemerkt, kommen nun die hohen Priester und Pharisäer zu Pilatus. Das ist der damalige Pontius Pilatus, der damalige römische Herrscher über Judäa und die Gegend und Jerusalem. Der römische Statthalter, also der Machthaber, auch der die Besatzungsmacht befehligte, und sagten zu ihm: Herr, wir haben daran gedacht, dass jener Betrüger, gemeint war Jesus, sprach, als er noch lebte: Ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass das Grab bis zum 3. Tag bewacht wird, damit seine Jünger nicht kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten. Und der letzte Betrug nicht schlimmer wird als der erste. Und was sagt dann Pilatus? Ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Das heißt, unbestritten ist, Jesus hatte das angekündigt, dass er auferstehen würde. Ist interessant, oder? Die bestreiten nicht, dass er selbst vorher schon gesagt hat, ich werde auferstehen. Sie haben nur dafür sorgen wollen, dass das Unsinn bleibt in ihren Augen. Und eine Wache abgestellt wird, damit das Grab besonders bewacht wird und die Jünger nicht kommen können, um diesen Leichnam zu stehlen. Das heißt, die Aussage, die er getroffen hat, wird von den Pharisäern nicht bestritten. Das Zweite ist, es war ein leeres Grab vorhanden. Das bestreitet niemand. Das Grab, in das er gelegt wurde, unter vielen tausend Zeugen, ein Höhlengrab von einem etwas reicheren Mann, es war kein Grab für arme Leute, sondern ein wohlhabender Mann hatte sich ein Grab aushauen lassen, das wurde Jesus zur Verfügung gestellt, dem Leichnam, mit einem großen, schweren Stein verrollt, das ließ man damals davor rollen, der konnte man kaum bewegen, und versiegelt mit einem römischen Staatssiegel von der römischen Macht. Die Wachen waren davor, dazu komme ich gleich noch. Und dieses Grab war nachher leer, das ist unstreitig. Die Begründung der Juden war nur nachher, die Jünger haben ihn geklaut. Die Jünger kamen bei Nacht und haben den Leichnam geklaut. Aber, dazu kommen wir gleich, unbestritten ist, das Grab war leer. Okay, jetzt zum Klauen. Damit das wahr sein kann, muss man erstmal diesen großen Stein bewegen.
So ein Grab, das ist jetzt kein Mausoleum, keine Riesenhalle gewesen, sondern das wurde in den Kalkfelsen ausgehauen. Das findet man heute noch in Judäa. Knapp kindshoch. Gebückt kann man reingehen, wird auch berichtet. Und eine Öffnung zum Reinlegen des Leichnams mit einem schweren Stein, einem Stein, das wird zugerollt, mit einem rollbaren Türstein, der den Öffnungskreis verschließt. Man kann das vom Gesteinsmaterial, was in der Gegend üblich ist, und von der Größe, die ungefähr hinkommen muss, berechnen, vom Gewicht her. Und es lässt sich sicher nicht jetzt exakt aufs Kilo festlegen, aber er wird vermutlich ein Minimumgewicht von einer Tonne gehabt haben, eher mehr. Und war auch nicht einfach so von, naja, zwei Männern einfach rumzuschubsen, sondern der war auf einer Rinne mit einem Keil geblockt, als das Grab fertig war. Und zur Feier des Begräbnisses und zum Verschluss des Grabes wird der Keil entfernt, der Stein rollt in seine Position. Den kann kein Mensch alleine bewegen. Zwei wahrscheinlich auch nicht. Vier vielleicht mit großer Anstrengung ein paar Zentimeter. Aber interessant ist, das griechische Wort, was im Neuen Testament benutzt wird, wenn es davon spricht, dass der Stein weggewälzt war, ist ein Wort, für die das interessiert, apokylio. Seine Vorsilbe wird verwendet, die heißt so viel wie weit hinweggeworfen, weit hin. Ist eine Beschreibung eines Zustandes, der war nicht nur eben mit vereinten Kräften irgendwie umgekippt worden, sondern er lag weit weg. Wie sollen das junge Männer vom Beruf Fischer gemacht haben, ohne dass das die Wache, die römische Wache davor bemerkt, ohne dass jemand dagegen einschreitet? Das muss man sich überlegen. Hinzu kommt, die römische Wache hat den Befehl nicht erfüllt, will ich sagen verweigert, aber sie haben nachher das Grab verlassen, ohne Befehl. Das muss man wissen, was das bedeutet. Im römischen Strafrecht, Militärstrafrecht, war das Verlassen eines Befehlsortes, einer Wachstation, ein schlimmes Vergehen, ähnlich schlimm wie Meuterei, den Centurio schlagen und Kapitalverbrechen, Mord, Totschlag. So einer wurde in der Regel abgeführt. An anderer Stelle wissen wir das auch, als eine ganze Truppe von römischen Wachsoldaten ihren Gefangenen nicht bewachen konnten, wurden sie alle abgeführt zur Hinrichtung. Und hier, diese römischen Wachsoldaten, muss man sich vorstellen, was ist eine römische Wache? Man sieht das ab und zu vielleicht, kennen Sie die mittelalterlichen Gemälde teilweise von zwei netten römischen Herren mit Holzstab und Miniröckchen oder so. Das trifft den Punkt nicht richtig. Die römische Armee zur damaligen Zeit auf dem Höhepunkt ihrer Macht, eine der besttrainiertesten, bestausgebildetsten Armeen dieser Welt. Eine römische Wache war mindestens 4 Leute, häufig 16, sehen wir an anderer Stelle, die natürlich ausgebildet ist im Nahkampf, gut bewaffnet. Wir kennen die Ausrüstung der römischen Soldaten aus schriftlichen Berichten des Altertums. Dass so jemand, die mindestens 4 so ein Grab bewachen sollen, sich von einer Handvoll unausgebildeter, ungeübter Jünger überrumpeln lassen, schlagen lassen, erlauben, dass der Stein weggenommen wird, weit weggenommen, und der Leichnam entfernt, sie dafür die Todesstrafe riskieren wegen Befehlsverweigerung oder Befehlsversagen. Die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht relativ gering. Wer sich das auf der Zunge zergehen lässt, wird das einbeziehen müssen in der Frage, zu welchem Ergebnis komme ich bezüglich dieser Vorgänge hier. Dazu kommt noch als 4. unbestrittenes Element das Siegel, das sich auf diesem Torstein befand und extra angebracht wurde von den Römern, war gebrochen. Ein weiterer Straftatbestand, nicht vergessen, das ist Siegelbruch. Im deutschen Recht auch, ähnlich wie Meineid etc., ein recht gravierendes Vergehen. Und auch im römischen Recht damals
in Palästina teilweise, weil es besetztes Gebiet war, mit dem Todesbedroht, ebenfalls Todesstrafe teilweise. In Rom auf jeden Fall eine schwere Geldstrafe. Klare Straftat, auch unbestritten, das Siegel ist gebrochen. Wer macht sowas? Die Jünger? Wenn man sich alle diese Elemente mal zusammennimmt und die unbestrittenen Inhalte der Aussage sie anguckt, dann überlegt man sich schon, sind das nicht alles Dinge, die mir die Glaubwürdigkeit der Bibel in einem sehr starken Licht erscheinen lassen? Was haben wir noch? Gibt es noch weitere Beweismittel, die Ihnen einfallen? Ich nenne es mal Indizienbeweise. Wir hatten jetzt unmittelbare Beweise. Jetzt kommt strafprozessual die sogenannten Indizienbeweise. Das heißt, mittelbare. Ich habe auch noch Umstände, die mich auf ein Ereignis schließen lassen, dass da irgendwas gewesen sein muss. Sonst wäre dieses Zwischenereignis nicht beobachtbar. Was meine ich damit? Erstens, die Entstehung der ersten christlichen Gemeinden. Was war das in Jerusalem? Wir haben gesehen, Petrus zum Beispiel und auch die ersten Jünger, noch im Zeitpunkt der Verurteilung Jesu, feige, ängstlich, furchtsam. Und jetzt? Sie predigen nach der Auferstehung das Evangelium, diese Nachricht weiter. Es kommen Tausende zum Glauben auf einmal. Am ersten Tag 3.000, Folgetagen nochmal 5.000 in Jerusalem. Das heißt, in dem Ort des eigentlichen Geschehens. Jeder, der dort war und dann ihre Reden hörte, hätte sofort hinmarschieren können und sagen, hier ist doch der Leichnam, was redet ihr? Niemand damals war näher dran als die. Und jetzt kommen Tausende zum Glauben auf einmal und versammeln sich als die ersten Christen, als christliche Gemeinden. Das ist ein Indiz, da muss es was gegeben haben, was diese revolutionäre Bewegung veranlasst, verursacht hat. Ist es nur das Reden von ein paar Menschen? Oder steht dahinter vielleicht doch ein historisches Ereignis von unvorstellbarer Tragweite, das wir Menschen einfach so noch nicht gesehen haben? Und das Zweite ist, wir sind bald am Ende auch, das veränderte Leben von den einzelnen Personen. Der Jünger Jesu, Petrus, er ist ein Lügner, dann auf einmal ist er bereit und in der Lage, sich vor Tausende von Juden hinzustellen, er weiß auch noch nicht, dass sie gläubig werden, und predigt zu denen, die hätten ihn noch umbringen können, und ist voller Mut, voller Freimut, voller Freudigkeit, für diesen Glauben zu bezeugen und zu stehen. Am Ende wird er auch, am Ende seines Lebens wird er auch hingerichtet. Nicht in Jerusalem, auch nicht in Rom, sondern man sagt, er ist irgendwo, ich weiß nicht genau wo, am Kreuz verkehrt rum aufgehängt worden, getötet worden, als Märtyrer gestorben und war bereit, für seinen Glauben alles hinzugeben, zu sterben. Was hat diese radikale Wendung verursacht? Das muss man erklären. Die Familienangehörigen Jesu, ganz ähnlich. Seine Mutter, sein leiblicher Bruder, Jesus hatte tatsächlich einen leiblichen Bruder, mehrere. Einer ist Jakobus, der war zu Lebzeiten Jesu ein großer Skeptiker. Wer leibliche Geschwister hat, der weiß vielleicht, nichts ist so schwer, wie leiblichen Geschwistern was zu vermitteln. Dieser war eben auch zu Lebzeiten Jesu ein großer Skeptiker. Hat nicht an Jesus geglaubt, keineswegs. Erst nach Tod und Auferstehung wird berichtet, ist er ein radikaler Christ geworden. Hat sein Leben komplett geändert, ist genauso wie die anderen Jesus nachgefolgt und war am Ende auch bereit für seinen Glauben zu sterben. Der ist auch hingerichtet worden wie alle anderen.
Und noch ein gutes Beispiel, der Saulus, der hieß am Anfang Saulus von Tarsus als Jude, war ausgebildet an einer jüdischen Universität. Er sagt, er ist dem auferstandenen Jesus persönlich begegnet. Auf dem Weg nach Damaskus hat er eine Lichterscheinung gesehen, sagt er, und sagte hinterher, er ist Christus begegnet. Was hat er gemacht? Er war auf dem Weg, die Christen zu verfolgen. Er war fanatischer Jude und hat geguckt, dass die Christen ins Gefängnis wandern, weil er das für eine gefährliche Sekte hielt. Es stellte den jüdischen Glauben kolossal in Frage. Alles, was dieser Mann gelehrt hatte. Darum war er so fanatisch dagegen. Jetzt, nach diesem Bericht, das auf den ersten Blick vielleicht spektakulär, unglaubwürdig erscheint, passiert doch etwas ganz Radikales in seinem Leben. Der wird selber Christ. Ohne erkennbares Zutun anderer Menschen wird der radikal Christ. Predigt in Damaskus gleich von Anfang an, was er gesehen hat, überzeugt die Juden, kennt die Schrift hervorragend, predigt diesen Glauben überall, wird sofort verfolgt von den Juden, die sind erschrocken. Wie kann ein Mensch, selbst die ersten Christen, die erst von ihm verfolgt wurden, haben nicht geglaubt, dass der geändert war, dass der so eine radikale Sinneswandlung vollzog, bis er ihnen zeigte, er ist bereit, auch für seinen Glauben zu sterben. Und er predigte sehr hingegeben, hat sein ganzes Leben nichts anderes getan, als für diesen Glauben zu predigen, rumzureisen, zu lehren, bis er auch hingerichtet wurde. Er war römischer Staatsbürger. Darum wurde er nicht einfach, wie die ersten Christen sonst üblich, den Hunden zum Fraß vorgeworfen oder verbrannt oder im Zirkus verfespert. Das gab es unter Nero ja haufenweise und Paulus lebte zur Zeit Nero, Kaiser Nero. Sondern er wurde, weil er römischer Staatsbürger war, nur enthauptet. Das heißt an der Straße nach Ostia bei Rom. Wie kann das sein? So ein Mensch, das muss man erklären. Vor einem radikalen Gegner eine 180-Grad-Wendung zu einem hingegebenen Christen. Das sind die Indizienbeweise, die wir haben. Was bleibt übrig? Das Urteil. Damit komme ich zum Schluss. Jeder muss ein Urteil finden, sich in irgendeiner Weise dazu stellen. Das ist jedem persönlich überlassen. Was bedeutet dieses Zeugnis, diese Zeugnisse hier für mich? Wenn das stimmt, was die Bibel sagt, dann muss Christus heute leben. Und dann muss es auch die Möglichkeit geben, dass man ihn kennenlernt. Und ich sage mal so, genauso wie Christus damals Leben verändert hat von Menschen, muss es dann auch eine Möglichkeit geben, Leben heute zu verändern. Und ich finde, das ist das stärkste Beweismittel fast, zu sehen, was der christliche Glauben in positiver Hinsicht in der Lage ist, an einem Menschenleben zu verändern. Es ist vielleicht nicht bei vielen so spektakulär wie bei Paulus, von einem radikalen Gegner zu einem hingegebenen Christen. Aber doch, ich persönlich kann auch nur sagen, und viele werden das sicher hier bestätigen können, wer diesen auferstandenen Christus mal kennenlernt und sich in einer gewissen Weise ihm öffnet, wird auch merken, ist was dran? Und wird sich bei mir etwas verändern? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die die Bibel sehr klar bezeugt, was auch Christus mit seiner Auferstehung wollte. Das ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern etwas, was Christus gemacht hat, um das Leben der Menschen für sich zu gewinnen. Und darum nur zum Schluss noch, einen Vers aus Römerbrief, den hat auch der Paulus geschrieben übrigens, 10 Vers 9, Kapitel 10 Vers 9. Er sagt sehr klar zu den Römern dort, die hatten keinen jüdischen Hintergrund, es waren einfach römische Bürger. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr Jesus, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das zeigt, es ist sehr einfach.
und brauche nichts anderes als ein Bekennen mit dem Mund. Das ist, manche sagen, Gebet. Gebet heißt nichts anderes. Ich gebe Gott, Jesus Christus, die Chance, indem ich mit ihm rede, zu erfahren, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Wenn es ihn nicht gibt, habe ich nichts verloren. Wenn es ihn gibt, dann habe ich alles gewonnen. Und so kann ich nur jeden ermutigen, das einfach mal auszuprobieren, um selber zu seinem persönlichen Urteil zu kommen. Dankeschön.